Hallo zu einem neuen Video heute auf meinem Kanal. Ich fange jetzt eine neue Reihe an und zwar werde ich euch meine komplette Kollektion nach und nach zeigen. Heute fangen wir an mit so ein paar Base-Produkten und zwar mit Primern, Foundation und Concealern. Würde ich euch alles einzeln zeigen, ich habe da radikal schon vorher aussortiert einmal. Das ist schon ein bisschen her, da habe ich noch nicht gedreht, sonst hätte ich das natürlich auch mit euch gemacht. Aber da habe ich jetzt aktuell nicht so viele Sachen, deswegen packe ich das in ein Video, weil sonst wird das Video, keine Ahnung, 4-5 Minuten, das finde ich ein bisschen kurz. Deswegen packe ich die Kategorien zusammen und ich werde euch jetzt alles zeigen. Viel Spaß dabei! So ihr Lieben, wir fangen mal an mit M. Asam und zwar habe ich hier dieses Magic Finish Perfect Me Makeup Fond de Teint Transparent. Das soll eigentlich eine Art Foundation sein, die aber überhaupt keine Deckkraft hat, die wirklich transparent ist und eigentlich nur das Gesicht ein bisschen ebenmäßiger machen soll. Ich zeige euch das mal kurz von innen. Das sieht wirklich so aus. Das ist wirklich komplett transparent. Ich benutze es dementsprechend, ich wollte es einfach testen und benutze das dementsprechend als Primer, wenn ich eh nicht so viel mache. Also ich gebe dann da auch wirklich dann nur eine leichte Foundation meistens drüber oder halt auch wirklich die andere Asam. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Aber wenn es leer wäre, bin ich ehrlich, würde ich mir nicht nochmal holen. Aber bis das leer ist, es dauert sehr, sehr lange. Dann haben wir hier als nächstes den Nissa Myrix. Und den musste ich einfach testen. Den habe ich mir im Dezember, glaube ich, letzten Jahres oder so gekauft. Und der hat hier so einen kleinen Spatel drauf, was ich ganz praktisch finde. Und den schraubt man auf und dann sieht das so aus. Das ist halt wirklich so ein Balm. Der ist super, super ergiebig. Also braucht ihr wirklich nur eine Mini-Menge. Der ist natürlich auch ein bisschen teurer. Aber ihr braucht da, wie gesagt, nicht viel von. Und den finde ich richtig gut jetzt im Sommer nicht, weil der doch recht, so ein bisschen schmieriger ist, sage ich mal. Und der ist aber für mich perfekt im Winter, weil ich trockene Haut habe. Und wenn ihr wirklich sehr trockene Haut habt, könnt ihr den gerne mal testen. Ich finde ihn gut, aber wirklich nur ein ganz, ganz, ganz bisschen davon nehmen. Das reicht definitiv. Ansonsten sitzt die Foundation nicht mehr gut, aber mit einem ganz bisschen Produkt ist der richtig, richtig toll, den würde ich mir auch immer nachkaufen. Dann geht es weiter mit Catrice, da habe ich zwei Stück. Das sind diese hier. Und genau, Soft Glam Filter Fluid, das war ja der aus dem, oh Gott, aus welchem Update war das? Anfang des Jahres, meine ich, wenn ich mich nicht täusche, gab es den neu. Den finde ich richtig, richtig gut. Der gibt wirklich einen schönen Glow. Das finde ich toll. Das ist das, was mir bei einem Primer wichtig ist. Genauso wie bei dem Endless Pearls. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde auch toll, dass die eine Glasflasche haben. Die sehen sehr hübsch aus, finde ich. Und ich arbeite mit beiden sehr, sehr gerne. Und die geben mir einen guten Glow. Perfekt. Mehr soll ein Primer für mich gar nicht machen. Klar, das Make-up soll natürlich gut drauf sitzen. Aber ansonsten will ich einfach, dass ich ein bisschen glowy aussehe. Vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit bekomme. Und die mag ich aus der Drogerie sehr, sehr gern. Weiter geht es mit Love. Den habe ich aus einer Box bekommen. Also Love gibt es ja so, glaube ich, gar nicht mehr. Also jedenfalls nicht in der Drogerie. Kriegt man, glaube ich, ja alles noch so zu kaufen. Aber genau, das ist der Aura Glow Hydra Grip Primer. Und da auch wieder der Fakt, der soll einfach ein bisschen Feuchtigkeit geben. Das tut er. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann haben wir auch einen Primer aus einer Box. Also, und das ist dieser hier, der Elemis Primer. Also, das ist ein Superfood Glow Priming Moisturizer. Also, er ist irgendwie Primer und Pflege in einem. Ich mag den nicht ganz so gerne, bin ich ehrlich. Und dafür, dass der eigentlich super, super teuer ist. Wie gesagt, ich hatte ihn jetzt in der Box, da ist das okay. Aber der ist super, super teuer. Der ist wirklich auch ein bisschen getönt. Und man sieht schon richtig, wenn man ihn rausholt, dass der richtig glitzernd ist. Also, was heißt glitzernd, aber sehr, sehr schimmernd. Ich weiß nicht, ich brauche den auf, aber ich würde mir den auf jeden Fall nicht kaufen. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. Den nächsten kann ich euch nur zeigen. Der ist von Fix & Rouge. Den habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Und das ist ein Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Oh, ein Matter. Ich weiß gar nicht. Blush Pink? What? Keine Ahnung, der hat keine Farbe scheinbar. Weiß ich gar nicht, ob ich den... Ich werde den, denke ich, mal ausprobieren, aber vielleicht ist das auch nichts für mich. Den habe ich bis jetzt noch nicht getestet, war, wie gesagt, in einer Box. Dann habe ich hier den NYX Marshmallow Primer. Da bin ich auch gespannt. Auch den habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Kann ich euch auch noch nichts zu sagen. Dann habe ich hier den Photo Face Primer. Und der war auch in irgendeiner Box. Auch den habe ich noch nicht getestet. Muss ich noch machen.
Primer, den habe ich tatsächlich schon getestet, der war auch in irgendeiner Box drin. Von Makeup Forever, also eine recht teure Marke, Hydra Booster, Step One Primer. Genau, den habe ich getestet, noch nicht ausgiebig, aber auch der spendet wirklich viel Feuchtigkeit, ist fast wie eine zweite Creme, sage ich mal, und benutze ich sehr, sehr gerne unter jeglichen Foundations. Der macht sich richtig gut darunter, gefällt mir. So, dann machen wir gerade weiter mit den Concealern und da habe ich nicht ganz so viele. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele aussortiert und fange an mit dem Jeffree Star Concealer. Das ist dieser hier, den würde ich mir nicht nachkaufen. Ich persönlich finde dieses Packaging auch ein bisschen, ja, ist nicht so mein Geschmack, ein bisschen kitschig, ein bisschen sieht nach Kindersachen aus, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, der ist ganz nett, der ist wirklich auch hell, die haben wirklich eine gute Farbauswahl, der ist wirklich sehr, sehr hell, sonst habe ich mal Probleme, dass die hellsten nicht unbedingt hell genug sind, aber der ist wirklich sehr hell, aber ich finde irgendwie, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr probiert, muss ich bald mal wieder machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der nicht so gut auf meiner Haut sitzt, also ich habe ein bisschen trockenere Haut, gerade unter den Augen und da setzt sich gerne mal aus den Fältchen ab und ich habe das Gefühl, das macht der ja auch, was ich natürlich nicht ganz so gut finde. Dann geht's weiter. Ich suche mir mal schnell alle meine Catrice-Sachen. Das sind nur zwei. Das sind meine Catrice-Concealer. Das ist einmal der Cover and Care. Das ist der. Und dann haben wir einmal den True Skin. Finde ich beide gut. Die sind beide... Also der hier ist wirklich relativ leicht. Hat auch eine schön, schön helle Farbe. Finde ich sehr gut. Hält bei mir sehr gut. Kriegt auch nicht in die Fältchen. Und den hier mag ich auch. Der hat sogar Hyaluron mit drin. Hat ein bisschen höhere Deckkraft und soll wasserfest sein. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber die gefallen mir auch beide sehr gut. Wie gesagt, hier habe ich eigentlich auch fast nur noch Concealer, die mir wirklich gut gefallen. Weil ich die meisten aussortiert habe, die mich gestört haben. Dann mein ältestes Schätzchen aus dieser Sammlung und zwar ist es der Tarte Shape Tape. Den hatte ich früher schon, wenn ihr mich von ganz, ganz früher noch kennt. Ja, ein absoluter Favorit. Das ist mein absoluter Lieblingsconcealer, aber da der schon so, so lange auf ist, möchte ich ganz schnell aufbrauchen. Den benutze ich momentan fast immer unter den Augen, damit der leer geht, weil der ist zu schade. Ich kaufe mir den auch direkt nach dann, also keine Frage. Aber der ist halt super, super alt schon. Er ist immer noch super, riecht nicht, nichts, aber ja, kann ich nur empfehlen. Dann vom ältesten zum neuesten Schätzchen, ist dieser hier, der L'Oréal Paris Accord Parfait Serum Korrekteur Lumineux. Genau, auch mit Hyaluronsäure und den finde ich auch richtig, richtig gut. Der sitzt richtig gut in meinen Augen, also das hier ist eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite aus. Bei mir sitzt der richtig gut und kriegt auch nicht in meine Fältchen. Natürlich dürft ihr die nie zu dick auftragen, weil sonst kriegt fast jeder Concealer in die Fältchen, finde ich. Aber der ist richtig schön. Ist nicht krass deckend, aber muss auch nicht. Der deckt das Schlimmste auch ab, sage ich mal. Und das reicht mir. Der ist richtig schön. Dann haben wir noch Rival de Loop und Skin Optimizer Under Eye Concealer. Den habe ich schon lange nicht mehr getestet, bin ich ehrlich mit euch. Muss ich mal wieder probieren. Kann ich euch gar nicht genau was zu sagen. Aber er ist noch hier, also gehe ich davon aus, dass er nicht so schlecht war. Dann habe ich hier noch einen Nabla Concealer. Das ist der Close-Up Stay Full Smooth Concealer. Auch bei dem. Ich muss öfter mal Concealer wechseln. Aber ich habe euch ja gerade gesagt, ich versuche den Shape Tape aufzubrauchen. Deswegen habe ich viele noch nicht so ausgiebig probiert, dass ich euch eine Meinung sagen kann. Ich habe den schon probiert, ich fand ihn nicht schlecht. Aber um was ganz Genaues zu sagen, muss ich den noch mehr testen. Und zu guter Letzt bei den Concealern habe ich noch diesen hier von Essence, der Skin Love and Sensitive Concealer. Den finde ich auch richtig, richtig toll. Ist nicht super krass deckend, aber sitzt auf der Haut, finde ich sehr, sehr schön. Macht einen tollen Job, würde ich mir, glaube ich, auch immer nachkaufen. So, weiter geht's mit meinen Foundations und ich zeige euch als erstes mal die, die ich super, super neu habe. Dementsprechend, die habe ich einmal getestet, aber ich kann dazu nichts mehr sagen. Also ich muss es noch ein paar Mal testen, bevor ich da irgendwas zu sage. Das ist die von Revolution, die Super Dewy Skin Tint oder der Skin Tint in Fair. Ich habe jetzt so gut wie alle Foundations in der hellsten Farbe. Genau, das ist einmal die, muss ich noch testen. Dann habe ich hier von, oh Gott, von was ist das nochmal? Von Maybelline, genau. Die Fit Me Foundation, Luminous Smooth, strahlend und ebenmäßig,
normale bis trockene Haut. Die finde ich tatsächlich sehr gut, die gefällt mir. Benutze ich sehr, sehr gerne. Ich habe übrigens gerade Blödsinn erzählt, und zwar ist das meine neueste Foundation. Die hat mich mega interessiert, und zwar ist die von Yepoda. Das ist koreanische Skincare, also eigentlich Skincare. Die haben jetzt aber auch hier so ein Make-up rausgebracht, also eine Cushion Foundation. Und die wollte ich unbedingt halt mal testen. Ich finde erstmal das Packaging sehr, sehr schön. Und ich zeige euch das einmal, wie das aussieht. Hier habt ihr so einen kleinen Applikator. Und hier ist die Foundation. Und ich persönlich finde die richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, ich habe die jetzt 2 oder 3 Mal getestet. Ich möchte noch nicht zu viel dazu sagen. Übrigens, wie heißt The Dewy Day. Aber ich glaube, das mausert sich zu einer meiner Favoriten. Weil ich bin momentan eher so, dass ich lieber... Ich brauche nicht so viel Deckkraft. Ich will einfach, dass es ebenmäßig aussieht. Klar, ein bisschen leichte Deckkraft ist ganz nett. Und dass es ein bisschen glowy ist. Und das alles tut sich. Also sie hat nicht keine Deckkraft. Da ist schon was. Es ist nicht super, super, super stark. Aber ja, ich würde sagen, leichte bis mittlere sogar. Für mich. Und die gefällt mir sehr gut. Also wirklich, die Haut sieht richtig schön ebenmäßig aus. Die strahlt die Haut. Ich liebe das Produkt bis jetzt. Aber ja, ihr werdet sehen. Ich werde es noch ein paar Mal benutzen. Aber jetzt gerade für den Sommer vor allem ist richtig angenehm, die aufzutragen. Die sitzt super auf meiner Haut. Ganz tolles Produkt. Kann ich euch empfehlen. Dann kommen wir zu einem Klassiker. Und zwar ist das von M. Arsan. Dieses Magic Finish Make-up Porcelain. Und zwar SPF 30 hat die. Genau, den habe ich mir letzten September gekauft und hatte ich dann auch zu meiner Hochzeit drauf. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dafür, dass ich so hell bin, es passt tatsächlich die Farbe. Ist total schön. Ich trage das sehr gerne so im Alltag, weil die Haut ebenmäßiger und schön aussieht, aber halt nicht so eine krasse Deckkraft hat, was ich halt sehr mag. Dann kommen wir zu einer noch recht neuen Foundation auch. Und zwar ist das diese hier von Rival de Loop aus der Stunning Power Limited Edition, das Magic Makeup Mousse. Habe ich auch erst einmal getestet, möchte ich noch weiter testen, bevor ich dann eine richtige Meinung zu habe. Schrecklich war es auf jeden Fall nicht, sonst wäre das hier schon nicht mehr drin in der Sammlung. Deswegen einmal das. Dann nochmal etwas von Rival de Loop, auch aus einer LE, und zwar Coral Summer SPF 30 Skin Adapting Foundation. Auch das erst einmal benutzt, muss ich noch weiter testen. Ich habe hier noch eine von IT Cosmetics. Die habe ich schon länger. Das ist diese CC Cream mit einem Lichtschutzfaktor von 50. Finde ich an sich natürlich cool, wenn der Lichtschutzfaktor schon drin ist. Auch ich weiß natürlich nicht, ob es ausreichend ist. Ich habe da immer noch was drunter, aber trotzdem fühle ich mich dann besser. Und ja, ich bin mir bei der nicht mehr sicher. Also aktuell hat sie für meine Haut nicht so viel getan. Ich muss das aber nochmal weiter ausprobieren. Ich werde jetzt die Tage, denke ich, auch nochmal versuchen. Die steht so ein bisschen bei mir auf der nicht Abschussliste, aber die möchte ich einfach noch ein paar Mal explizit testen, weil ich mir mit der noch nicht ganz sicher bin. Heute habe ich die True Skin von Catrice drauf und die finde ich ganz in Ordnung. Die sieht ganz schön aus. Steht drauf Hydrating. Also ich finde auf jeden Fall, wenn ich auch so gerade in den Spiegel gucke, dass sie sehr gut auf meiner Haut sitzt. Die könnte noch einen Ton heller sein, weil selbst jetzt passt die, also passt die gerade so. Es könnte trotzdem einen kleinen minimalen Ton heller sein. Im Winter ist mir die auf jeden Fall zu dunkel. Obwohl das ganz sicher, glaube ich, die hellste sein müsste. 004 Neutral Porcelain. Ja. Aber die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir bleiben mal kurz bei Catrice und dann haben wir noch die New Drop Tinted Serum Foundation. Die finde ich sehr, sehr schön. Also auch die ist natürlich super, super leicht. Das ist eine Serum Foundation. Viel Deckkraft gibt die nicht, aber ich mag das einfach. Ich fühle mich damit frisch. Ich fühle mich, weiß nicht, mein Teint ist ausgeebnet, also ausgeglichen. Ich finde das einfach schön. Ich mag das. Ist natürlich nichts, wenn ich jetzt so richtig krass mal einen Pickel habe oder so, wenn ich mich damit unwohl fühle und den mehr abdecken will, dann benutze ich eher was anderes. Aber wenn ich so ganz normal meine Haut habe, dann finde ich die sehr, sehr gut. Würde ich mir, denke ich, auch nachkaufen. Aber ich muss mir so gut wie nichts nachkaufen, weil meine Foundations, bis ich mal alle leer habe, dauert. Dann haben wir NYX. Born to Glow. Genau, Radiant Foundation. Die finde ich ziemlich gut. Die hat auch einen tollen Farbton. Die mag ich sehr, sehr gerne. Auch das kann ich euch empfehlen. Alle Foundations, die ja wie gesagt stehen, sind nicht schlecht, weil ich habe da erst aussortiert gehabt und wirklich einige aussortiert und auch ins Trashy gegeben, was ich mit so ein paar Mädels habe. Ja,
Die hier alle, die sind eigentlich ganz gut und für mich optimal. Ich hatte nämlich noch viel, viel mehr Foundations, aber ich habe dann gemerkt, dass die meisten dafür gar nicht mehr gut für meine Haut sind. Ich bin ja auch älter geworden. Die gehört aber nicht dazu, die ist toll. L'Oreal, da habe ich den Perfect Match Nude. Das ist auch so eine Serum Foundation, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Auch das ist ein Produkt, würde ich mir immer wiederholen. Gefällt mir, ich mag einfach diese leichten, wässrigen Texturen total gerne. Für meine Haut, bei meiner trockenen Haut, kann ich euch auch weiterempfehlen. Dann kommen wir zu Nabla. Da habe ich diese Foundation, das ist der Skin Realist. Ja, habe ich noch nicht oft genug getestet. Fand ich bis jetzt aber auf jeden Fall nicht schlecht, aber auch jetzt nicht weltbewegend. Also die Farbe ist nicht optimal auch bei mir, aber ja, ich weiß noch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Auch da muss ich mehr testen. Die habe ich bestimmt auch erst zwei, dreimal benutzt. Was ich ziemlich gut finde, ist hier von Urban Decay Stay Naked Hydro Maniac Tinted Glow Hydrator. Den finde ich gut. Auch der, wie das gleiche Prinzip, ist sehr leicht auf der Haut. Aber ich mag das, finde ich super. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich glaube aber schon. Habe ich auch schon eine ganze Weile. Aber riecht noch gut, ist alles gut mit der, glaube ich. Von daher, ja. Kommen zu Giorgio Armani. Die habe ich mir mal gekauft. Power Fabric Ultra Longwear Weightless Matte Foundation. Also es ist eine Matte. Ja, da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Ich kann euch zu so vielen noch nichts sagen, weil ich momentan gerade halt im Sommer fast nur diese leichten Texturen benutze. Diese Serum Foundations und, was ich vorhin gesagt habe. So dicke, also so ein bisschen mit mehr Deckkraft benutze ich aktuell selten. Deswegen kann ich euch zu solchen Sachen noch nicht so gutes Feedback geben. Wenn vielleicht mal demnächst noch mal zusammen testen im Schminkvideo. Keine Ahnung, ich wollte eine von Giorgio Armani mal austesten. Ist auch nicht hier nicht die perfekte Farbe, ist ein bisschen dunkel. Muss ich dann manchmal mischen, aber schlecht war sie auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Charlotte Tilbury haben wir hier. Airbrush Flawless Foundation finde ich bis jetzt, aber auch da, ne, nagelt mich nicht fest. Aber die Male, wo ich sie benutzt habe, fand ich sie tatsächlich sehr, sehr schön. Der Farbton ist toll, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen auf meiner Haut. Lancôme Teint Miracle? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte mal Französisch, aber nagelt mich nicht drauf fest. Genau, die soll auch ein bisschen hydrating sein und einfach einen schönen, healthy Look haben. Ja, auch die gefällt mir sehr, sehr gut. Hat, wie gesagt, keine krasse Deckkraft, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Die ist wirklich richtig, richtig schön auch. Ist einer von den teuren meiner Liebsten. Gefällt mir. Als nächstes haben wir hier von Clinique die Even Better Refresh Foundation. Habe ich noch nicht so oft benutzt, ebenfalls wieder, aber ich meine, die war ganz gut. Werde ich bald wieder öfter benutzen. Ich werde jetzt mal, wie gesagt, mit euch ein paar Schminkvideos auch drehen und dann gehen wir die Produkte mal durch und dann werdet ihr sehen, wie die bei mir sitzt und wie ich sie finde. Genau, die ist auf jeden Fall in meiner Sammlung. Und zu guter Letzt kommen wir zu den letzten beiden Foundations. Das sind diese hier von Lumene. Die gibt es bei Purish. Ich fange mal kurz mit dieser hier an. Die benutze ich momentan fast immer. Das ist so meine Alltagsfoundation geworden. Ich wollte die einfach beide mal testen. Instant Glow, Fresh Skin Tint. Das sind beides, also mit wenig Deckkraft. Diese hier ist vor allem sehr, sehr leicht. Also wenn euch das gefällt, wenn ihr wirklich einfach nur so mini, mini, minimal, also wirklich, die hat ganz, ganz, ganz wenig Deckkraft. Das müsst ihr wissen. Ein bisschen ebnet es aus, aber ganz, ganz leicht nur. Aber die spendet so eine richtige Frische ins Gesicht. Ihr seid glowy, es ist einfach schön. Wenn ihr also so sehr zufrieden mit eurer Haut seid und gerade auch vielleicht im Sommer, weil die ist sehr leicht, finde ich, dann kann ich euch die empfehlen. Also ich kann zu der am meisten sagen, weil die trage ich fast wirklich täglich. Also ich liebe die. Richtig, richtig tolle Foundation. Ich kann euch auch mal zeigen, wie das aussieht. Das kommt so in so einem Tiegelchen. Richtig schön. Sieht auch ein bisschen dunkler aus als meine Hautton, aber der geht tatsächlich, weil, wie gesagt, das ist nicht so deckend. Richtig tolles Produkt. Und dann kommen wir nochmal zu der anderen. Und zwar ist das diese CC Color Correcting Cream. In Ultralight habe ich die. Und die ist auch sehr leicht auf der Haut, was mir auch wieder gefällt. Die sitzt auch prima, da setzt sich nichts ab. Also das ist auch einer meiner Favoriten. Eigentlich die beiden. Ich liebe die Marke dadurch. Also jedenfalls bisher mit Foundations gefällt mir das mega. Die gibt mehr Deckkraft. Also die hat eine leichte, bis ich würde sogar sagen, fast mittlere.
Aber mehr leicht, würde ich sagen. Leicht bis mittel, ja, doch, kann man sagen. Finde ich ultra, ultra gut. Auch die sitzt toll auf der Haut. Die finde ich an sich besser. Sie macht mehr mit meinem Gesicht. Aber wenn es halt wirklich heiß ist oder ich wirklich nur für den Alltag was brauche, nehme ich trotzdem die andere, weil da brauche ich einfach so gut wie gar keine Deckkraft. Die kann ich aber euch auf jeden Fall auch sehr, sehr ans Herz legen. Wirklich ganz tolles Produkt. Ja, das waren jetzt auch schon meine ganzen Foundations. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Demnächst geht es dann weiter. Ich weiß noch nicht, womit ich weitermache. Wahrscheinlich mit Puder und Fixing Spray. Und dann geht es mal weiter. Und ich glaube, am meisten könnt ihr euch auf meine Lidschattenpaletten freuen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.